Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir wollen hier jetzt mal weiter runtergehen. Da bin ich gespannt, was es hier sonst nur noch gibt. Ja, ich sehe schon. Noch mehr Tote oder Untote. So, sein Schwert will ich haben. Der selber hat ja nichts. Aber jetzt kann man zumindest ein bisschen mehr was sehen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt finden soll. So, der nächste bitte. Komm. So. Dessen Waffen nehmen wir den weg. Oh, eine Fackel. Reisschnaps. So, aktivieren wir nochmal die Fackel. Eine. Alter, das ist ja ein Labyrinth hier. Okay, doch nicht ganz. Ein Bier. Das ist die tote Mine, glaube ich. Ah, okay, das hier führt im Kreis. Kann ich das da anzünden? Nee, ist aus. Ich kann hier nicht noch mehr Licht machen. Ja, stimmt, das war ja dicht. Wo führt das hier hin? Nirgendwo. Jo, wie viele? Alter, zu viele, zu viele, zu viele, zu viele. Das sind jetzt ein bisschen zu viele auf einmal. Jetzt einmal durchs Dunkle. Ich sehe nichts. Sehe wieder was. Vielleicht müssen wir hier ein andermal hin. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe das Sklavenrot übersehen, beziehungsweise Höllenpilze. Aber das ist hier mir jetzt gerade doch ein bisschen zu gefährlich. Zu viele Tote auf einmal. Untote auf einmal. Hier. So, dann können wir jetzt eben ganz schnell... machen wir das. Aber man hört die hier drunter. Kann die hören. Aber wir lassen das so, dass wir da zumindest waren. Wir suchen hier noch ein paar andere Gegner. Hier müssten noch mehr sein. Andere. Was safe müssen wir hier nochmal hin. Das ist ja nicht umsonst so. Aber wo waren die... Urkunde, die waren doch hier irgendwo, meine ich. Da. Und hier war auch noch was. Ne, hier habe ich es mir eingebildet. Aber da war... Da waren noch ein paar Doros. Scavengers. So. Komm. Dann nicht. Ah, jetzt kommst du. Okay. So. Von den Scavengers kann ich nicht viel mitnehmen. Nur das Fleisch. Nur den Schinken. So, du kommst auch bitte.
So. Dann haben wir den Wald auch endlich mal etwas dezimiert. So, gönnen wir uns jetzt das Fleisch. Wir haben 18 Fleisch wieder. Dann gucken wir uns mal das Stück Wald an. Wie viel haben wir jetzt eigentlich an Erfahrungspunkte? Ja, 4000, ein kleines bisschen mehr als 4000 fehlt uns noch an Erfahrung für die nächsten 10 Punkte. Aber wir finden hier noch bestimmt irgendwo Gegner. Wenn wir sie nicht schon alle ausgelöscht haben. Waren wir ja schon. Da waren die ganzen Snapper, die wir erledigt haben. Ansonsten habe ich vom Gefühl her das Bedauern, dass vielleicht sind nur noch die Orks da hinten übrig. Und halt die Skelette da unten im Keller. Naja, und halt der Stein- und Eiskohle. Das wäre dann ein bisschen bedauerlich, wenn nur noch die übrig sind. So, aber wie sieht es jetzt eigentlich mit den Verbannung aus dem alten Lager? Lee, der Anführer der Söldner, will in dieser Angelegenheit mit mir sprechen. Ich soll ihn aufsuchen und anschließend wieder zu Satoras zurückkehren. Ah, zu Lee müssen wir noch. Wir müssen noch zu Lee. Dann gehen wir mal zu Lee. Wie konnte ich Lee vergessen? Wirklich, also. Kann mal passieren. So, wie sieht es mit denen aus? Wollen die mir jetzt noch aufs Maul hauen oder lassen die mich jetzt in Ruhe? Ja, scheint so, als würden die mich jetzt eben noch in Ruhe lassen. Wir können aber auch einmal kurz zu Cavalorn und Scorpio hingehen und bei denen noch ein paar Sachen handeln. Vielleicht kriegen wir auch endlich mal einen Hammer. Gegen den Steingolem wenigstens. Dass wir den wenigstens kaputt kriegen. War doch so, oder? Wir hatten hier ja Bücher. Da, Schriften. Elementare Akanai. Oder geheimes Zauber. Das war doch hier, glaube ich. Elementare. So. Zu den Elementen. Nee. Nee. Nee, das war das mit irgendwas mit Gollum. Arcanum Gollum und 1. Magie der Golems. Steingolem. Diese steinernen Kolosse sind im Kampf fast unverwundbar. Schwerter, Äxte und Bögen scheinen diesen Monstern nichts anhaben zu können. Der einzige glaubhafte Bericht von der Bezwingung eines solchen Leviathans stammt von einem Söldner. Er schrieb davon, wie der stumpfe Aufprall eines Kriegshammers. Kriegshammer brauchen wir. Wir brauchen einen Kriegshammer. Gehen wir mal zu Cavalorn oder Scorpio. Einer von denen wird doch einen Kriegshammer haben können. Im alten Lager können wir jetzt nichts mehr kaufen. Zur Not im Sumpflager oder im neuen Lager können wir nochmal was finden, kriegen, vielleicht. Mit etwas Glück.
So. Zeig mir deine Ware. Was hat er? Ein Kriegshammer sehe ich hier. Götterhammer. Gönnen wir uns den wieder zurück und verkaufen ihm dafür den leichten Zweihänder, die Orkwaffen. Und gucken, was wir noch von ihm dann dafür kriegen können. So, was können wir noch andrehen? Nee. Da. Fell eines Schattenläufers. Zähne. Nehmen ihn alles. Ork und Fell. Krallen. Wolfsfell. So, 2745 können wir von ihm jetzt verlangen. Insgesamt, also im Gesamtwert. So, Amulett der Stärke. Wir könnten das Ding auch nochmal mitnehmen. So. Was hat er hier? Amulett der Geschicklichkeit. So, und dann gönnen wir uns die. Die alle. So, dann kann er mir auch noch seine Dings hier geben. Komm, gib mir dein Fleisch. Wie sieht es damit aus? Sonst kann ich jetzt meins ist mehr wert als seins. Egal, scheiß drauf, auf das bisschen. Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armut. Ah, ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt nichts lernen. Dann wollen wir es mal riskieren. Wir speichern hier mal. So, und dann auf ins Orklager nochmal. Dann kriegen wir es zumindest gegen den ersten von denen hin. Golem. So, warte mal, genau. Wir brauchen auch nochmal den. Anne, warte. Den machen wir weg. Dafür den. Und die Waffe. Der hier ist ja 66. Okay, dann halt ein bisschen weniger Schaden, aber naja. Aber dafür haben wir jetzt Stärke 106. So, die beiden wollen auch wieder Stress. Warum? Zählt das denn als Kriegshammer, was ich hier habe? Einhandwaffe, aber es ist ein Hammer. Ich hoffe, der reicht vollkommen aus. Ansonsten war das jetzt eine unnötige Investition. Vor allem den hatten wir ja schon mal besessen, den Hammer hier.
So ist auch schon wieder Abend, 18:29 wieder. Kommen wir wieder am Abend hier vorbei. Aber das Positive ist, wenn wir den ersten Gegner besiegt haben, von den Golems, dann fehlt nur noch einer. Also dann fehlt nur noch der Eisgolem. Und wir wissen nicht, ob da noch ein dritter kommt. Beziehungsweise ich weiß es nicht, ob da noch ein dritter ist. Nee, berghoch ist langsam. Also ich glaube, diesen mit Springen schneller kann man nur, wenn man wirklich hier, wie soll ich sagen, also auf einer geraden Fläche unterwegs ist. So, wir riskieren es jetzt mal gegen den da. Yo! Es funktioniert! Alter, geil! Ein Hammer reicht aus. Tausend Erfahrung, was? So, wir wollen jetzt aber wieder unseren Berserker-Wort haben. So, was haben wir hier noch? Feuerball. Ja! Xaras, wir kommen! Herz eines Eisgolems. 1000 Erze satt wert. Alter, wie geil! Hier ist ja noch einer. Ich hoffe, der ist nicht mehr hinter mir. Ich glaube, wir brauchen dafür Eisblock. Würde ich mal riskieren. Vielleicht fressen wir vorher noch mal ein bisschen was für die Mana. Hier Mana-Bonus. Einmal voll machen. Ups. Ja, das ist gut gelaufen. Habe ich hier noch irgendwas für den? Telekinese. Fleischmonster, Verwandlung, Morad, Scavenger, Wolf. Nee, da habe ich jetzt keinen passenden. Ich speichere trotzdem mal. Vielleicht komme ich so an dem vorbei. Aber krass, einmal jedes Element hier. Komme ich so an dem vorbei? Ja, ich komme so an dem vorbei. Kein Problem. Aber ich will den besiegen. Mal gucken, was es hier sonst noch so gibt, bevor wir da reingehen. Haben uns aber gut an den vorbeigeschlichen. Moment mal. Sag mir jetzt nicht, es gibt hier noch einen zweiten Weg. Einen sicheren. Einfachen. Es gibt einen einfachen Weg.
Nee, gibt's nicht. Okay. So, aber ich würde jetzt einmal vielleicht den hier mal ausprobieren. So. Nee, bitte wieder einstecken. Bei wem konnte ich jetzt Zauber lernen? Die Fahrt oder grüßt. Kaufen? Nee, das möchte ich nicht werden. Wer konnte hier verkaufen? Sei gegrüßt. Sei gegrüßt? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich halte mich da lieber raus. Okay, aber Erz hat er jetzt nicht mehr. Der hat hier kein Erz. Man muss eben aufpassen, was man sieht. So, wer gibt hier noch? Nix hier? Der hat doch bestimmt Zauber. Hallo! Hi? Nee, der hat nix. Aber gut, wir quatschen mal mit Laris. Der war doch hier, oder? Nee, hier nicht. Da war der. Habe ich den Dingszauber noch? Ah, okay, den habe ich noch. Mach ich den mal weg. Hier, ne, das lief. Hallo. Hi. Das alte Lager hat mich verbannt. Ich möchte mich euch anschließen. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Dafür werden sie büßen. Mhm. Aber ich möchte mich nicht denen jetzt anschließen. Ich möchte mich jetzt nicht denen anschließen. Ich würde schon gerne Teil des neuen Lagers bleiben. Man muss eben aufpassen. Das Torloff. Das passiert mir nicht nochmal. So, Söldner, Söldner. Wo sind die? Hier, Kronos müsste doch irgendwo noch sein. Boah, ist schon so dunkel, ich geh lieber pennen. So, wo ist meine Hütte hier? So, bis zum nächsten Morgen. Suchen wir mal jetzt Kronos. Der müsste hier jetzt gleich irgendwo sein. Da. Da oben ist er. Ich hoffe, der kann mir ein paar Zauber verkaufen. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Hallo. Hi. Ich will bei euch mitmachen. Ich benötige mehr magische Kraft tauschen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Nee, die brauchen wir nicht. So, Stärkebonus nochmal. Stärkebonus plus 10. 10. Lebensenergiebonus. Geschicklichkeitsbonus. Mana-Bonus. Stärkebonus. Geschicklichkeitsbonus. Lebensenergie 30. Geschicklichkeit. Mana-Kosten. Nee. Verwandlungs-Snapper. Verwandlungs-Gevenger. Ork-Dog. Also Ork-Hunde. Blutfliege, Eispfeil, Kugelblitz, Licht. Ah, nehmen wir mal 10 von denen für 500. Dann geben wir... Komm, wir geben ihm den hier. Wir brauchen... Also... Die Bücher behalten wir. Schlacht und Warant brauchen wir nicht. Wahre Macht brauchen wir nicht. Also die haben wir, aber... Das geben wir ab. Das geben wir ab. Das geben wir ab. Das. Das. Die brauchen wir noch. So, hat er noch irgendwas anderes, was er uns geben könnte? Eiswelle. Eisblock. Heilung. Feuerpfeil. Feuerball. Blitz. Eispfeil.
aufladbarer Zauber. So, hat er noch Erz. Nee. Der hat kein Erz. Dann kann ich von ihm irgendwas anderes nehmen. Was dementsprechend vielleicht wert wäre. Was nehme ich von dem? Komm, wir machen... Was habe ich hier? Eisfall. Komm, machen wir so. Aber geben ihm dafür die ganzen Zauber, die wir nicht brauchen. Telekinese, weiß nicht, ob wir die brauchen werden. Hier, Teleport zu den Wassermagiern. Leischwanz brauchen wir nicht. Morad brauchen wir nicht. Scavenger brauchen wir nicht. Würde ich vielleicht wieder den einen oder anderen zurücknehmen von denen. Ach komm, egal. Die 50 Erz passt. So. Kann ich da mal vorbei? Nope. Du kommst hier nicht vorbei. So, dann können wir eigentlich hier mal links rumgehen und gucken, weil, wie es jetzt in der Mine von denen aussieht. Ich bin da jetzt wirklich... Wir speichern vielleicht mal vorher. Nicht, dass da jetzt gleich wieder irgendwer abgemurkst wird und wir viel zu weit weg, also wo es viel zu lange her war, wo wir gespeichert hatten. Ah, hier sind welche. Söldner, Gorn. Hallo. Hi. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Lee ist noch damit beschäftigt, unsere Verteidigung zu organisieren. Ah, okay. Bis später. Jo. Söldner und Kord. Warte mal, wir quatschen mal mit Kord. Sei gegrüßt. Jo. Tolles Gespräch auf jeden Fall. Jetzt bin ich neugierig. Ich frage mich jetzt, wie viele Gardisten wir jetzt da sehen werden. Ja, machen wir erstmal mit ein bisschen die Rolle. Okay, hier sind aber auch keine neuen Viecher. Wer ist hier? Ah, toter Bandit. Söldner. Ist wichtig, dass wir das alles mitnehmen. Wenn die hier schon tot rumliegen. Das ist alles Loot. Können wir wieder zu Geld verwandeln. Sonst niemand hier. Zur Not können wir hier pennen gehen, wenn es dunkel wird. Ein Schürfer. Noch ein Schürfer. Mit einem schicken Schwert. Tut mir schon ein bisschen leid hier.
Das sind schon ordentlich Leute, die hier einfach abgemurkt wurden. Nur mal so Frage in den Chat, also bei euch hier auf YouTube so in die Kommentare. Wie viele von euch kamen auf die Idee, hier auch schon mal... Okay. Ach nee, den fand ich sympathisch. War das der, den ich sympathisch fand von denen? Weiß ich nicht mehr. Aber wie viele von euch hatten sich mal die Mühe gemacht, nachdem es hier angegriffen wurde, jemand zu Besuch zu kommen und sich mal alles anzusehen, was hier alles abgeschlachtet wurde, wie es dann hier aussah. Und hab hier auch alle gelootet, so wie ich jetzt. Zweini, nein! Oh, nee. Die liegen hier alle tot. Alle mit Namen. Bestimmt hatten die alle Quests, die ich jetzt nicht mehr machen kann. Im zweiten Durchlauf werden wir das definitiv besser machen. Ich sehe schon. Wir überziehen die Folge jetzt ein bisschen. Weg mit der Waffe, weg damit! Glück gehabt. Sieh mal einer an. Der Typ aus dem Sumpflager. Du hast dich zu lange bei diesen Spinnern aufgehalten. Die haben dein Hirn weich gekocht. Hättest mich damals bezahlen sollen, als es noch Zeit war. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs! Ah, okay. Jetzt. So. Hey, nein! Okay, nochmal laden. Und das machen wir dann mit denen in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!